Flamenco, unser Thema in NTV Lifestyle. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Die Schweizerin Nina Corti, die ist eine der bekanntesten Flamenco-Tänzerinnen. Und am kommenden Montag, da ist sie in Köln zu sehen. Die Gypsy Kings werden sie musikalisch begleiten. Vor kurzem gastierte Nina Corti in Berlin und mein Kollege Ulrich Klemann, der hat die Künstlerin bei ihren Proben in der Hauptstadt begleitet. Vom schwarzen Schaf der Familie zur Flamenco-Tänzerin mit internationalem Ruf. Nina Corti hat es geschafft. Das Vokabular ihrer ersten Sprache hat sie verinnerlicht. Der Flamenco, so sagt sie, ist zu ihr gekommen, in ihrer Heimatstadt Zürich. Dort nämlich hat sie zum ersten Mal jenen Rhythmus und jene Melodien vernommen, die sie nicht mehr losgelassen haben. 20 Jahre sind seither vergangen. Es folgten Lehrjahre in Spanien, harte Jahre bei den renommiertesten Flamenco-Lehrern. Die Tradition des Flamencos, so wie ich sie kennengelernt habe, hat mir eigentlich immer sehr imponiert und sehr viel Kraft auch gegeben, aus der ich immer geschöpft habe, um dann meine eigenen Impulse reinbringen zu können. Ein Leben ohne den Flamenco? Unvorstellbar für Nina Corti. Und doch gibt es da auch Zeiten, in denen ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt wird. Das hat aber weniger mit dem Tanz zu tun, sondern mehr mit der Professionalität, also mit wie kriege ich das alles zusammen, die Musiker, die Bühne, die technischen Schwierigkeiten, die es halt immer wieder gibt. Ohne die Musiker läuft nichts bei Nina Corti. Einige sind alte Weggefährten wie Luis Pastor, ein Veteran an der Flamenco-Gitarre, und José María Molero, der Komponist der Gruppe. Mit ihnen improvisiert die Schweizerin, entwickelt und probt neue Schrittkombinationen. Mehr als 10 Jahre arbeiten sie schon zusammen und aufhören wollen sie noch lange nicht. NTV Lifestyle, heute ganz im Zeichen des spanischen Flamenco-Tanzes und einer seiner bekanntesten Interpretinnen, der Schweizerin Nina Corti. Sie gastiert am kommenden Montag in Köln. Und mein Kollege Ulrich Klemann, der besuchte sie vor kurzem bei einer Aufführung in Berlin. Die Komische Oper Berlin am Abend des 23. Februar. Der Saal füllt sich. Sie alle sind gekommen, um Nina Corti zu sehen. Die Fans wissen, wo sie ihren Star finden. Auch ohne allzu kräftiges Werbetrommeln. Die Künstlerin macht sich eher rar, gibt nur wenige Statements ihres Könnens ab, wie sie selbst sagt. Und da ist sie auch schon, die Königin des Flamenco, wie Nina Corti auch schon mal genannt wird. Die Königin aus der Schweiz, sie tanzt ihren Flamenco alleine. Der Geschlechterkampf, so sagt sie, war natürlich immer da.
ist ja etwas ganz Direktes. Es ist ja nicht eine Show, die man macht auf der Bühne. Irgendwo ist es ganz persönlich und es ist, kommt ganz klar zum Publikum rüber. Auch ohne Musiker kann kein Abend gelingen. Nina Corti tanzt zwar ohne männlichen Partner, doch ist sie in bester männlicher Gesellschaft. Ein internationales Ensemble aus 12 Musikern begleitet sie. Die Instrumente geben den Ton an, der die Tänzerin inspiriert. Ihre Bewegungen sind immer präzis, immer elegant. Der klassische Ballettunterricht ihrer Kindheit hat Spuren hinterlassen. Was geht in ihr vor, wenn sie tanzt? Die Flamenco-Stücke, die ernster sind, da versucht man schon auch, sich irgendwie ganz abzukapseln, also irgendwo seinen inneren Ernst rauszukehren. So traurige und, ja, Empfindungen. Ja, traurige Empfindungen. Und das ist bestimmt etwas anderes, als wenn ich einen fröhlichen Tanz tanze, dann ist das Publikum mehr einbezogen. Also ich habe mehr Kontakt mit dem Publikum und möchte das Publikum an meiner eigenen Freude teilhaben lassen. Freude, das ist es auch, was die Zuschauer mit nach Hause nehmen sollen. Und das Wissen, der Flamenco lebt, Nina Corti bewahrt und erneuert ihn. Geige und Klavier, aber auch Saxophon und Kontrabass stehen für die klassischen und jazzigen Elemente, die das Ensemble dem traditionellen Flamenco hinzugefügt hat. Gegen Ende der Aufführung erscheint die Tänzerin in Jeans und Seidenbluse. Der visuelle Bruch mit dem Alten ist schon zur Tradition geworden. Das Publikum hat auf diesen Moment gewartet. Ohne Schleppe und Rüschen, Flamenco pur. Der Rhythmus des Flamenco provoziert, fordert zum Mitmachen auf, sagt Nina Corti. Und was rät sie jemandem, der sie gesehen hat und jetzt auch so tanzen will wie sie? Der soll einfach mal versuchen halt. Ist egal, wie alt oder wie gut. Das spielt eigentlich keine Rolle.